Fink schreibt nicht viel rein. Fink macht dumme Scheiße. Wo kommt Flo? Flo kommt auf Plattform. Welcher Platz? Joker, Mike, du bist auf Platz 100. Okay. Ich habe noch nie irgendwas im Chat schreiben sehen. Also schon, aber nie irgendwas. Irgendwas, was man sich merkt. Irgendwas Dummes. Und nein, Chat, das ist keine Aufforderung dazu, irgendwas Dummes zu posten, okay? Gibt's Outshots von den Unboxings? Auf jeden Fall. Erzähl mal eine Story über den geilsten Typen hier im Chat. Roja. Roja ist ein Spaß, der in Amerika wohnt. Das habe ich mir gemerkt, ich bin cool, oder? Du musst jetzt sowas sagen wie, Kevin, du bist aber jetzt mein Lieblingsstreamer. Ich feiere dich auch nochmal, Kevin. Wer hat meine Frau, bitte? Wenn ihr sowas reinschreibt wie ich lutsche gerne Männertitten, das ist nichts Dummes, das ist normal, mein Chat, okay? Das ist normales Chat-Level, das ist Twitch-Chat. Dann seid ihr nicht außergewöhnlich, das ist ganz normal, dann faltet ihr euch einfach ganz normal wie Twitch-Chat. So was wie ich lutsche das und das, ist einfach 100%ig Twitch-Chat bei mir jedenfalls. Auf welchem Platz bin ich? Shut up. Good vibration. Chef, welchen Skin nehmen wir? Welchen Purple Skin nehmen wir für den Trailer nachher? Welche wollen wir dann nochmal reinpacken? Also wir haben die Chillies und dann brauchen wir noch 9 weitere. Wir können einfach die von der Chroma 2 Case nehmen, wäre am spannendsten, glaube ich. Wahrscheinlich die MP Poseidon, oder Jungs? Hauen wir noch die Poseidon in die Großfeinheit. Klar, wir haben ja eigentlich auch viel zu viel Geld. Habt ihr recht, Jungs. Weil Streamer sind ja Millionäre, ne, Jungs? Hab ich recht? Sobald man den Sub-Button bekommt, bekommt man von Twitch direkt 1 Million Euro zu überwiesen. Deswegen haben wir eigentlich genug Geld, deswegen können wir auch eigentlich auf Geld scheißen. Hab ich recht, Chat? Guter Call, Jungs. Good vibration. So, warte mal, wir machen mal den ersten Redskin. Gib mir irgendwas Geiles, Gabon. Was kann ich hier rauskommen? Eine Hyper Beast, eine Neon Rider? Eine AK Fuel Jacket und eine M4A4 Battlestar? Okay, das einzige, was wir nicht wollen, ist eine MAC-10 Neon Rider und eine M4A4 Battlestar. Das bin ich mit allem cool. War's klar, Chat? Es war klar. Die Scheißdinger sind nicht mehr wert, oder? Minimal Wear. Mmm, 10 Euro. Yay! Yippie. Bist ein Fag? Moro, du Motherfucker. Ey, Chat, Moro war mein erster Donator, ja? Und der größte Spaß, den ich je hatte. Ja, als Moderator. Moro, was geht ab, bro? Alles gut mit dir, Mate? Ich wollte dir sagen, dass du ein Spaß bist. Wormgods. Mein Lieblingsskin. Okay, wir haben wieder die Chance, eine Hyper Beast, eine Neon Rider, eine Fuel Injector und eine M4A4 Battlestar zu bekommen. Das Ganze aber ein Star Trek Skin. Egal, ohne Witz, wenn es jetzt ein Star Trek M4A4 Battlestar wird, gehe ich offline. Hey, wo kommt die Farmer Skin her? Wo kommt die her? Ach, das waren ja Purple Skin. Aber ich glaube, die sind alle 5 Euro wert, das sollten wir nicht machen. Haben wir noch irgendwelche Shitskins? Ja, sowas. Ah, die ist ganz nice, das glaube ich auch 5 Euro wert. Komm, gib mir irgendwas Nices. Nice! Noch eine Farmer's Gin, optimal. Und jetzt rein damit, komm. Was haben wir? Ah, die kann ich nicht machen, Jungs. Kein Star Trek Red Trailer. Schade.
Dann haben wir jetzt alle blauen contracted, ja? Okay, das ging richtig schnell, Jungs. Nice, good job. Wir haben noch ein paar Grayskins, aber die trade ich irgendwann anders ab. So, Dudes, wir haben jetzt von denen hier, holen wir uns noch zwei weitere Boys, die hol ich mir eben dran. So, lass mich kurz in den Steam gehen. Ich hoffe, die sind nicht allzu teuer, Mann. Scheiß Ding. Ich glaube, die kosten so 20, 30 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Hier, 20,83 Euro. So, dann kaufen wir einmal die hier. Oh yeah! Und dann kaufen wir einmal die hier. So. Okay, Boss. Und jetzt machen wir drei Trader-Contracts. Versuchen damit eine M4 als S9 zu kriegen. Falls ihr nicht wisst, was das für ein Skin ist, dann ist es jetzt müssen wir uns noch gleich ein paar Leader-Skins organisieren, Alter. Oh, so, was wollen wir damit reinpacken? Haben wir denn irgendwas Cooles? Irgendwas, was trotzdem nice wäre? Nee, ne? Wir könnten eine Desert Eagle Hand Cannon reinmachen. Die ist quasi. Die ist dasselbe wie die Chilla ist. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr wert, oder? Ich glaube, die ist 50 wert, wenn ich nicht alles kann. Die sollten wir da nicht mit reinpacken. Das wird dann, glaube ich. Ja, ja, die kostet 29, oder? Wir könnten auch 50 machen. Nimm Only FN Skins. Ja, ja, stimmt. Stimmt, wir sollten Only FN Skins nehmen. Oh yeah. Oh Gott, jetzt müssen wir Case Arms nehmen. Hab ich da FN? Ich glaube, wir können gar nicht komplett FN nehmen, Digga. Dann kaufe ich noch welche. Ey, ohne komplett FN ist es echt wack. Wo kriege ich noch 6 Items, die FN sind? Chat, welche nehmen wir da? Welche, was war ein Dragon Tattoo nochmal? Wozu was kann man Dragon Tattoo upgraden, Jungs? Ach, upgraden, das war ich für Scheiße. Die Dragon Tattoo kann man doch, glaube ich, für die. Chat, wir brauchen irgendein nices, billiges Purple Item FN. Zum Trailer, welches nimmt man am besten? Was würde ich dir sagen? Bulldozer? Case haben? Eine Bulldozer in Fabrik, nein. Welche Bulldozer? Damn, son, where'd you find this? Nimm die Koma 2 Skins, CC hat Auto Shit. Was war denn in der Koma 2 nochmal drin? Set Pole Position. Gute Nacht, Mate. Muss um 4:30 aufstehen. Lass dir den Stream im Hintergrund laufen. Viel Spaß und viel Glück bei den Giveaways. Oh mein Gott, Jungs. David, dass ich das noch miterleben darf? Ah, nee, das ist gar nicht. Sorry, Peter Baum. Ich habe mich gerade verwechselt mit dem anderen Peter. Ich dachte schon, dass der irgendwas Sinnvolles geschrieben hat. Bruder, schlaf gut, Mann. Ich wünsche dir eine gute Nacht, Mann. Viel Spaß morgen bei dem, was auch immer du machst. Und